Rainer Flassbeck war bei Mario Lochner zu Gast und hat eine Bilanz über die katastrophale Politik der Ampelkoalition gezogen. Und diese Bilanz schauen wir uns jetzt an. Rainer Flassbeck kritisiert hier nicht nur die Regierung, sondern auch die EZB, die durch ihre Zinserhöhung die Wirtschaft der Europäischen Währungsunion immer weiter zerstört und erst recht die Wirtschaft in Deutschland immer weiter zum Abstürzen bringt. Flassbeck ja, regelmäßig zu sehen. Herr Flassbeck, es kamen wieder viele Fragen aus der Community nach dem Motto, wann ist denn die Inflation jetzt endlich vorbei? Die ist schon vorbei. Frohe Nachricht, die ist schon vorbei. Aber sie ist doch zuletzt wieder gestiegen, also Ach in den nein, USA und doch, im Dezember. Also das ist doch EZB-Quatsch, sage ich mal. Das ist, ja, also müssen wir ernsthaft drüber reden. Nein, die Inflation ist vorbei. Die übrigens, wie ich vorher gesagt habe, muss ich ja ab und zu mal sagen. Ne? Es das gab haben Sie gesagt, ja. Es ging ein Ding nach oben, es ging ein Ding nach unten und nun ist es wieder vorbei. Also es ist vorbei insofern, als wenn man, was man vernünftigerweise tun muss, wenn man jetzt über die Zukunft redet, haben wir noch Inflation, haben wir noch Inflationsdynamik? Muss man nicht auf diese Vorjahresraten gucken, wie hat sich das im Dezember entwickelt im Vergleich zum Dezember des Vorjahres? Da war jetzt ein kleiner Sprung drin, weil im letzten Dezember der Staat da eine Maßnahme ergriffen hat, die den Preis gesenkt hat, dann deswegen war es jetzt wieder ein bisschen höher. Das hat ja mit der Inflationsdynamik gar nichts zu tun, sondern man muss gucken von Monat Warum zu Monat. Nicht? Ja, okay. Ja. Man muss auf die laufende Rate gucken. Was passiert in den letzten Monaten? Und wenn ich das in die Zukunft extrapoliere, was kommt da raus? Ne? Und was kommt da raus? Da kommt immer raus, dass wir unter 2% sind. Für alle, selbst die Core-Inflation ist gerade bei 2%. Ihr habt es gerade gehört, der Preisschock ist vorbei. Es war nämlich keine dauerhafte Inflation, sondern ein einmaliger Preisschock. Die Preise von wichtigen Importgütern, vor allem Nahrungsmittel und Energie, haben sich stark erhöht, sind dann aber nicht weiter gestiegen. Für eine dauerhafte Inflation braucht man ein gegenseitiges Treiben von Preisen und Löhnen. Und das hatten wir nicht mal annähernd. Also die Löhne, die sind jetzt etwas stärker gestiegen, aber das war eine absolut adäquate Reaktion auf diesen extremen Anstieg der Importpreise. Also uns droht keine dauerhafte Inflation, wir erleben keine dauerhafte Inflation, sondern wir erleben, wie gesagt, ein Anstieg der Importpreise, eine Senkung der Realeinkommen, eine dauerhafte Senkung der Realeinkommen, aber keine dauerhafte Erhöhung der Inflation. Also ich hoffe, das ist allen klar, das ist theoretisch auch ganz wichtig zu unterscheiden. Dagegen so einen einmaligen Preisschock kann auch beispielsweise die EZB nichts machen, wo wir da bei den Handlungen der Zentralbank sind. Also die EZB kann dann die Wirtschaft noch weiter abwürgen, aber dadurch wird Öl ja nicht billiger. Dadurch wird Erdgas ja nicht billiger. Aber die EZB kann große Kollateralschäden anrichten und genau das macht sie gerade. Auf der Erzeugerstufe, da ist es ja völlig irre. Da sind also da, wo wirklich die Masse der industriellen Produkte gehandelt werden, sind wir tief in der Deflation. Ne? Das haben wir -2, -3% laufende Rate. Selbst die, da war die Vorjahresrate im Dezember noch -8, in Europa -8. Also wir sind eher in einer deflationären Situation als in einer inflationären, wenn man das richtig betrachtet, wenn man diese Dynamik betrachtet. Man muss ja nur aus der Sicht der Unternehmer mal anschauen. Wenn ich heute Unternehmer bin, interessiert mich doch nicht, was vor 12 Monaten war, sondern mich interessiert, wie werden sich die Preise in den nächsten Monaten entwickeln im Verhältnis zum Zins. Ne? Wenn die schwach sind, wenn die Preise runtergehen, dann habe ich einen riesigen Realzins. Ne? Denn ich muss dann rechnen 0, minus 1 oder höchstens plus 1, sagen wir mal, je nachdem, welche Produkte ich anbiete, außer bei Energie ist es ja sowieso massiv negativ, aber selbst bei den normalen Produkten, Investitionsgütern, so sind wir überall im Bereich Null. Bisschen drunter, bisschen drüber, aber immer unter 2. Und das bedeutet, dass der Realzins wirklich hoch ist. Ne? Ich habe einen wirklich hohen Realzins, denn das ist meine effektive Belastung dann jedenfalls für die nächsten 6, 7 Monate. Und dann viel weiter kann man sowieso nicht gucken, wie wird sich die Inflation entwickeln. Meine Vorhersage ist, wie immer schon, ohne solche Schocks werden wir keine Inflation in Europa haben, sondern es wird weiterhin ganz ruhig verlaufen und eher unter 2 sein als um 2. Also laufen wir eigentlich auf... Bitte? Den entscheidenden Fehler macht die EZB. Ne? Da kommen wir gleich dazu. Also wenn wir mal... Ja, auf die Zahlen schauen, es läuft ja ähnlich, mal ganz grob gesagt, in Europa, in den USA. Es gibt ja schon gewisse ähnliche Tendenzen. Laufen wir eigentlich genau auf dieses Ziel zu, oder? Wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, wir spulen jetzt mal vor, Ende 2024, laufen wir eigentlich auf diese 2% zu? Also kann man sagen, es läuft eigentlich alles nach Plan? Oder haben Sie Angst,
dass wir dann wirklich in eine Deflation rutschen können, oder ist das völlig illusorisch? Also, dass wir wirklich eine Deflation auch dann da sehen, wo wir jetzt eigentlich noch eine Inflation sehen? Das ist überhaupt nicht illusorisch. Das kann durchaus passieren. Jetzt keine gewaltige, aber minus 1%, minus 2%, sowas ist schon möglich. Es gibt dann unterschießen nach unten, ne? Das ist immer möglich bei solchen Prozessen, dass es jetzt nach unten unterschießt. Und da, die Erzeugerpreise sprechen dafür. Die waren im Dezember, war der Erzeugerpreis Dezember gegen November vergangenen Jahres minus 1,2%, glaube ich. Minus 1,2%. Wenn ich das auf 12 Monate hochrechne, bin ich bei minus 10 oder so. Das ist völlig irre, ne? Also, und das auf der Erzeugerstufe heißt, auf der Verbraucherstufe komme ich wahrscheinlich auch in den deflationären Bereich. Gibt ja inzwischen auch schon einige, bin ja nicht der Einzige in der Ja, wie Welt. gesagt, in Deutschland haben wir die positive Entwicklung, dass die Löhne etwas stärker gestiegen sind. Das dürfte deflationären Tendenzen entgegenwirken. Also die Erzeugerpreise, die könnten da gerade etwas Druck ausüben, aber die Löhne, die sind glücklicherweise etwas gestiegen. Aber wenn wir jetzt in eine Rezession rutschen und es auf Erzeugerpreisstufe schon Deflation gibt und die Arbeitslosigkeit weiter ansteigt, dann könnten auch die Löhne sich, dann könnten auch die Lohnanstiege wieder abflachen. Also das wird zu beobachten sein, wie die Gewerkschaften, wie die Unternehmen sich verhalten. Welt, der jetzt so rechnet. Es gibt ja schon einige Banken, die so rechnen, die mit deutlich unter 2 rechnen und so. Die haben es alle begriffen. Es war ein einmaliger Schock und der ist jetzt vorbei. Und deswegen ist es höchste Zeit, dass jetzt gehandelt wird. Das ist jetzt die Frage, wie würden Sie handeln? Also die Märkte haben ja zuletzt auch schon eifrig spekuliert, für die Ja. USA vor allem auch, dass die Zinsen in diesem Jahr massiv sinken sollen, um ja 150 Basispunkte. Wir waren fast schon bei 170, jetzt sind wir so bei 140. Zuletzt hat sich ein bisschen wieder eingefangen. Was würden Sie denn jetzt machen? Also der Realzins, der ist ja relativ hoch, wenn wir da jetzt in den USA bei 5,5 % Ja. sind und wir sagen, die Inflation läuft jetzt eigentlich Richtung 2 %, dann könnten doch die Zinsen locker auf 4,5 % fallen, oder? Oder vielleicht noch Ja, weniger. Was würden Sie nein. jetzt machen? Also viel weiter runtergehen. Aber lass mich noch mal ein Okay. Wort zu den USA sagen. Wer das nachlesen will, kann es anschauen. Wir haben auch Bilder gemacht. Friederike Spieker und ich haben auf relevante Ökonomik einen Aufsatz dazu gehabt. In den USA haben wir tatsächlich eine Entwicklung, wo die Preise schon seit dem Sommer extrem niedrig sind. Und da hängt es wiederum vom Preisindex ab. Das ist so verrückt, ist das, wie tief sie sind. Wenn man den europäischen Preisindex nimmt, den harmonisierten europäischen Preisindex, den wir also für Europa verwenden, nicht in Deutschland, da verwenden wir wieder den nationalen, aber für Europa verwenden wir den harmonisierten, dann waren die USA schon im Juli bei 1,7 und dann nochmal bei 1,6. Jetzt sind sie wieder bei 2, aber die sind deutlich unter ihrem Ziel schon. Weil die USA eben auch starke Lohnzuwächse haben. Also die USA, da sind die Löhne seit der Corona-Krise deutlich stärker angestiegen. Deswegen können die USA ja, ihr Inflationsziel nahe 2% sogar zu halten. Also das hat wenig mit den Zinserhöhungen der Fed zu tun, die wir da gesehen haben. Schon nach dem harmonisierten Index, nach dem amerikanischen Index sind sie noch ein bisschen drüber. Aber da sieht man, wie verrückt das ist. Darum geht es doch gar nicht. Es Was geht ist da darum, jetzt der gibt es eine Unterschied? Vielleicht Inflation. nochmal ganz kurz für die Leute, dass die jetzt Oh, das vielleicht weiß ich sich gar denken, um Gottes nicht. Willen. Kann ich gar Also nicht. es Kann wird ich einfach gar nicht. anders gerechnet. Der wird einfach an. Ja, es ist ein anderer Warenkorb. Also die Details, die muss man jetzt auch nicht wissen. Also je nachdem, wie du den Warenkorb zu. Solange du jetzt nicht versuchst, manipulativ da irgendwelche gewichten, also es vielleicht anders darzustellen, als es in der Realität ist, ist da die genaue Methodik jetzt auch nicht so relevant. Es geht ja nur darum, ungefähr abzubilden, was die Leute jährlich kaufen. Da kommt es jetzt darauf an, wann aktualisiert man den, welche Produkte rechnet man dazu oder welche eben nicht. Anders gerechnet, ich weiß das nicht im Detail. Aber das sieht man, wie irre das ist. Es hängt nur an der Berechnung des Index ab, ob man drüber oder drunter ist. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, gibt es eine Inflationsdynamik und muss ich die bekämpfen oder muss ich nicht mehr bekämpfen? Gut, haben wir geklärt, die muss man nicht mehr bekämpfen. Es gibt keine Inflationsdynamik mehr. Und das kann für mich nur heißen, dass die EZB massiv runtergeht und schnell runtergeht, also vernünftigerweise. Nun hat Frau Lagarde gesagt, im Sommer werden sie überlegen, ob sie senken werden. Das ist absolut lächerlich. Wir sind in einer Rezession in ganz Europa. Ganz Europa geht jetzt ri richtig rasant runter. Man braucht sich nur die Indikatoren anschauen, haben wir auch in diesem Aufsatz drin. Market, PMI oder Industrieproduktion, Bauproduktion, alles geht runter. In Europa jetzt, für ganz Europa, für Deutschland sowieso. Deutschland immer noch ein bisschen vorneweg, ne? Aber für ganz Europa. Für Deutschland, da kann ich mal interessante Zahlen zeigen. Interessant ist hier gar nicht immer so sehr das Bruttoinlandsprodukt, sondern zwei Bereiche, die uns besonders Sorgen machen sollten. Die Energieindustrie, 20% Produktionseinbruch seit Beginn des Wirtschaftskrieges gegen Russland und die Baugenehmigung.
Die sind um mehr als ein Drittel eingebrochen. Also hier ist jetzt konjunkturbereinigt, hier ist es, also das Blaue ist jetzt nicht konjunkturbereinigt, aber der Trend, der geht ganz klar nach unten. Also wir sehen wirklich eine enorme Schwäche des Bausektors. Und das sind die monatlich genehmigten Wohnungen. Das heißt, das, was ihr hier seht, wird noch auf die Auftragseingänge und damit etwas Verspätung auf die Produktion im Bausektor durchschlagen. Also das ist wirklich die Entwicklung, die den Unternehmen, die in diesen Sektoren wichtig sind, erst noch bevorsteht. Und das kann nur heißen, die EZB muss runter. Und wenn ich höre, dass Frau Lagarde und andere sagen, wir müssen jetzt auf die Lohnentwicklung. Das sind gebaute Wohnungen. Das sind insgesamt genehmigte Wohnungen. Also das ist alles zusammen, weil gerade einer im Chat gefragt hat. Das ist absolut lächerlich. In den Erzeugerpreisen sind ja auch Löhne drin. Offensichtlich ist der Druck auf den Märkten so groß, dass die Unternehmen das nicht überwälzen können. Und die zukünftigen Lohnrunden, jetzt nehmen wir mal die GDL aus, das ist ja ein Sonderfall, die hat ja auch ewig nicht verhandelt, aber alle anderen Lohnrunden sind weitgehend gelaufen über 24. Es ist gelaufen die Chemie, Metall, in Deutschland jetzt jedenfalls, und der öffentliche Dienst. Sie sind alle schon gelaufen, weil die haben ja längere Verträge abgeschlossen. In Europa, in ganz Westeuropa, gibt es keine große Inflationsdynamik. Das Einzige, was, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, ist, in Osteuropa steigen Löhne immer noch sehr stark in den kleinen Ländern. Die sind aber marginal, die sind nicht bedeutsam, quantitativ nicht bedeutsam. Das heißt, wir haben nirgendwo eine Inflationsdynamik. Und wenn jetzt Lohnabschlüsse gemacht werden, die orientieren sich ja nicht mehr an den 8% von vor 2 Jahren Inflation, sondern wieder an den 2%, die wir jetzt aktuell überall sehen. Ne? Okay, also bei den Löhnen sehen Sie nicht den Druck. Bei den Löhnen sehen Sie nicht den Druck, aber können Sie nicht verstehen, dass die Notenbanken gerade in diesem Umfeld vielleicht noch ein bisschen ab. Nein, den sehen wir nicht. Also wie gesagt, die Arbeitslosigkeit steigt auch wieder. Also wir haben ja jetzt Millionen ukrainische Migranten in die EU bekommen, die auch noch weiteren Druck auf die Arbeitsmärkte ausüben. Das ist ja auch noch ein Faktor, der die Lohnentwicklung auch noch zusätzlich drückt. Dazu kühlt sich gerade die Konjunktur ab. Die Arbeitslosigkeit, die wird auf absehbare Zeit noch weiter steigen. Also wo soll der Druck auf die Löhne herkommen? Also wenn du da jetzt, also wenn jede Gewerkschaft jetzt so aggressiv wäre wie die GDL oder die CGT, dann könnte das anders aussehen. Aber die Gewerkschaften, die sind ja meistens sehr, sehr handzahm. Die hatten jetzt für 2023 teils gute Lohnrunden verhandelt, aber teils nicht so gute, waren also etwas aktiver als in den letzten 2 Jahrzehnten, weil ihnen wahrscheinlich sonst ihre Mitglieder aufs Dach gestiegen wären angesichts der großen Reallohnverluste. Aber es ist jetzt wirklich, hat sich alles im Rahmen gehalten, was die Gewerkschaften da verhandelt haben. Warten wollen, wenn es jetzt nicht den ganz großen Druck gibt, zum Beispiel Nahe Osten. Da haben wir ja gerade wirklich ja, Tendenzen, die nicht schön sind, dass sich das immer weiter hochschaut. Ja, man kann spekulieren. Also wenn Israel oder die USA oder Großbritannien oder wer auch immer jetzt den Iran angreifen, also natürlich explodiert dann der Ölpreis. Geht dann die ganze Region in Flammen. Dann haben wir auch eine starke Erhöhung der Inflation, aber das ist spekulativ und eigentlich kann keiner ein Interesse an so einer Eskalation haben. Übrigens Michael Lüders in seinem neuen Video wirklich gut erklärt. Er schien da sehr besorgt über so eine Eskalation. Aber sowas kannst du nicht kalkulieren. Also das ist hochspekulativ. Der Ölpreis könnte da ja massiv steigen. Muss natürlich nicht, könnte. Dann sehen wir jetzt ja die Schiffsrouten, da auch die Importe Agrarlebensmittel aus der EU raus in die EU rein, könnte betroffen sein. Also da könnte doch jetzt wieder, wollen wir es nicht herbeireden, aber es könnte da ja wieder einen Schock oder zumindest ja, sehr unangenehme Tendenzen geben, die dann wieder für Inflationsdruck sorgen, oder? Ist das nicht logisch, dass die EZB sich sagt, wir gehen runter, dann gehen wir wieder hoch, dann gehen wir wieder runter, dann gehen wir wieder hoch? Aber auf solche Schock kann man doch nicht warten. Dann kannst du die Zinsen für 100 Jahre hochlassen. Wir haben dauernd solche Schocks. Solche Schocks sind ja auch nichts, was die Geldpolitik bekämpfen könnte. Sie kann diese Schocks noch schlimmer machen. Aber sie kann sie ja nicht bekämpfen, sie kann sie auch nicht beseitigen. Das haben wir jetzt gesehen. Sie konnte ja diesen Schock nicht beseitigen. Übrigens, schön ist an dem Beispiel USA, das muss ich gerade noch einwerfen, weil das wirklich die meisten Leute nicht drüber nachdenken. Die USA haben diesen Rückgang der Inflationsrate, genau wie Europa oder noch schöner als in Europa, gehabt, ohne dass es eine Rezession gegeben hat. Ne? Aber die EZB behauptet bei uns, wir brauchten die Rezession, um die Preise runterzubringen. Das ist absolut lächerlich. Es ist dummes Zeug. Ne? Wir brauchten. Ja, in Japan hat sich die Wirtschaft auch verhältnismäßig stark entwickelt. Also erst recht dafür, dass Japan die letzten 3 Jahrzehnte so ein schwaches Wachstum hatte. Und dort ist die Inflation viel, viel niedriger geblieben als in den und als in der Eurozone. Und da wurden die Zinsen überhaupt nicht erhöht. Also in Japan kein so starker Wirtschaftseinbruch, keine Zinserhöhung. In China genau das Gleiche. Also in China ist die Inflationsrate noch niedriger als in Japan, noch niedriger als in der Eurozone, den USA sowieso. Und dort hat die Zentralbank die Zinsen auch auf einem Niveau gelassen. Auch da wurden die Zinsen nicht erhöht.
diese EZB-Politik überhaupt nicht in die Preise runterzubringen. Und so ist es mit jedem neuen Schock. Wenn irgendein Schock kommt, das sind immer Einmalereignisse. Das sind alles keine Inflationen. Und das müssen wir endlich lernen, was Inflation ist. Inflation ist ein bei uns laufender innerer Lohn-Preis-Lohn-getriebener Prozess, wo das immer weiter hochgeht, wie in Argentinien oder in Türkei. Das haben wir nichts mit zu tun. Nichts, absolut nichts. Und das hat man jetzt wunderschön gesehen durch diese sehr schöne, wie genau von mir vorhergesagte Rückgang der Inflationsraten auf allen Ebenen, hat man das gesehen. Es war ein einmaliger Schock und es war nichts Dauerhaftes. Und alle, die davon geredet haben, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben, der Herr Sinn und so, das war alles Käse. Das hat alles überhaupt nicht gestimmt. Das hat in keiner Weise gestimmt, ne? Und das muss die EZB jetzt zur Kenntnis nehmen. Und ich finde es wirklich, wirklich ein Skandal ohnegleichen, dass es jetzt in der EZB immer noch Stimmen gibt, der deutsche Bundesbankpräsident vorneweg, die davor warnen, die Zinsen zu senken. Die richten noch größeren Schaden an. Sie haben jetzt schon großen Schaden angerichtet, weil wir schon eine Rezession haben, die wir gar nicht gebraucht haben. Wie gesagt, auch ohne Rezession in den USA sind die Preise zurückgegangen. Die haben wir nicht gebraucht und sie können sie jetzt noch mal schärfer machen. Und wieder gibt es kein Mittel dagegen. Wir werden darunter leiden. Die Arbeitslosigkeit wird massiv in Europa steigen. Und was das Schlimmste ist, Europa wird langsam daran zugrunde gehen. Wir sehen ja schon überall die Bewegung, die antieuropäischen Bewegungen. Wenn wir nicht auf europäischer Ebene es hinkriegen, eine vernünftige Wirtschaftspolitik zu machen, dann geht Europa kaputt. Also würden Sie sagen, können wir zusammenfassen, die EZB macht sich gerade lächerlich und richtet Europa dabei noch zugrunde. Genau, ja, Wenn wir es das ist mal tatsächlich, so es ist so schlimm, ja, festhalten. man muss es so sagen. Frau Lagarde ist offensichtlich vollkommen unfähig, diese Zusammenhänge zu begreifen. Sie kann es sich auch nicht erklären. Sie redet immer von datenbasierten Ansätzen und so einem Blödsinn. Frau hat wirklich gar keine Ahnung. Also die hat 2022, nachdem die EU der Wirtschaftskrieg gegen Russland begonnen hatte, davon geschwafelt, dass die Inflation auf Jahre hoch und so weiter und so fort. Deglobalisierung, es gebe neue Trends. Riesiger Unsinn. Also die Inflation, die bestimmt sich durch die Produktivität und die Lohnentwicklung. Und wenn die Löhne nicht steigen, dann gibt es keine dauerhafte Inflation. Also davon zu quatschen, dass man die Zinsen erhöhen müsste wegen irgendwelcher komischen globalen Trends, ist kompletter Unsinn. Es geht übrigens auch anders. In anderen westlichen Industrieländern, da hat man diesen Preisschock analysiert und man hat gesehen, dass das eben keine dauerhaften Faktoren sind, die die Preise getrieben haben, sondern einmaliger Preisschock bei den Rohstoffen, beispielsweise in Japan. Dort argumentiert die Zentralbank eben damit, dass es auf der Erzeugerpreisstufe keinen zusätzlichen Preisdruck gibt. Also, dass man gesehen hat, dass es ein einmaliger Preisschock war und keine dauerhafte Inflation. Und dass sie auch deswegen die Zinsen nicht erhöht. Also, es geht auch in einem anderen westlichen Land, einem Land, was institutionell fast genauso gestaltet ist wie alle anderen westlichen Länder. Und wieso sollte so etwas in Japan gehen, eine vernünftige, rationale Geldpolitik zu machen, aber nicht bei uns in der Eurozone? Ja, man muss die Daten dann wenigstens richtig interpretieren. Dass die EZB im Ernst nicht die Erzeugerpreise erwähnt, die Weil gerade einer im Chat fragt, welche Interessen es geben könnte. Nun ja, die Banken machen gerade Übergewinne durch die gestiegenen Zinsen. Superreiche können ihr Geld leichter in Staatsanleihen in Sicherheit. Also, ich würde jetzt in langlaufende Staatsanleihen investieren, ganz einfach, weil die EZB die Zinsen wird wieder senken müssen und dann hat man einen ordentlichen Gewinn gemacht. Aber diese Partikularinteressen, die können doch nicht dazu führen, dass hier unsere gesamte Wirtschaft in den Abgrund gefahren wird. Andere westliche Länder wie Japan zeigen ja, dass es auch anders gehen muss. Und auch Japan hat jetzt schon Politik für die Superreichen gemacht in den letzten 20 Jahren. Aber trotzdem schafft man es dort, eine vernünftigere Geldpolitik auf die Reihe zu stellen. Dynamik der Erzeugerpreise, ne? Vor 2 Jahren wusste sie das noch, heute darf man das offensichtlich in der EZB nicht mehr sagen. Und nicht die Dynamik dieser Verlaufsraten, die ich vorhin erklärt habe, erwähnt, ist ein Witz, ne? Das zeigt, dass sie wirklich ein schlechtes Gewissen haben und wissen, dass sie etwas falsch gemacht haben, aber weil sie es falsch gemacht haben, müssen sie jetzt immer weiter noch mehr falsch machen. Das ist ein sehr menschliches Verhalten, aber an der Spitze einer großen Notenbank vollkommen unangemessen. Also sind das eher Spielchen, die da gespielt werden, beziehungsweise es klingt ja fast schon nach Vertuschung. So, wir haben was falsch gemacht, jetzt müssen wir es noch weiter falsch machen, damit es nicht auffällt. Aber Ja. das kann doch nicht ernst gemeint sein, oder? Also ich meine es nicht von Ihnen, Doch, aber das das kann ist doch ernst nicht. gemeint. Das ist ernst gemeint. Ich sage das Beispiel nochmal. Im März 22 hat die EZB in einem Bericht geschrieben, ich habe das Ziel vielfach zitiert, der Erzeugerpreise sind ein wichtiger, vorlaufender Indikator für die Inflationsentwicklung. Seit der Zeit nichts mehr davon. Ne? Seit die Erzeugerpreise runtergehen, hört man davon nichts mehr. Eine normale
EZB, die sich nicht krampfhaft verteidigen muss, würde jeden Tag sagen, guck mal auf die Erzeugerstufe, da haben wir eine deflationäre Entwicklung, das schlägt auch später und früher oder später durch. Das betrifft ja auch unsere Unternehmen, das macht ja den Unternehmen erheblich zu schaffen, den wichtigen Unternehmen, den produktiven Unternehmen, den Industrieunternehmen, macht das ungeheuer zu schaffen, dass da die Preise sinken. Da würde man darauf hinweisen und würde sagen, also Leute, da ist nichts von Inflation zu sehen. Oder man würde sehen, auch mal reden über die laufenden Raten. Wie gesagt, das ist das Selbstverständlichste der Welt. In den USA redet man fast nur über laufende Raten, ne? Und diese laufenden Raten liegen alle in der Größenordnung von 2 oder Ja, und in den USA, da hat man die Zinsen auch zu stark erhöht. Aber interessant, wie man in anderen westlichen Ländern eine, ich kann es nicht häufig genug sagen, eine rationalere Debatte kann als bei uns in Europa. darunter. Also, dass man das nicht tut, zeigt einfach, dass sie sich wirklich in ja nahezu kindischer Weise da selbst verteidigen wollen. Wobei, Frau Lagarde, das war ja auch schon ein gewisser Tonwechsel. Sie hat ja gesagt, im Sommer könnte es durchaus soweit sein, dass die Zinsen sinken. Was glauben Sie denn jetzt? Nicht, was Sie machen würden, sondern was glauben Ja. Sie, was die Notenbanken in diesem Jahr machen werden? Also wie tief und werden die Zinsen überhaupt fallen? Kann es auch sein, dass sie gar Ja, nicht doch. fallen? Doch, die werden auf jeden Fall fallen. Also wenn nicht nochmal ein Schock passiert, das weiß ja niemand, aber kann Ja. natürlich immer ein Schock passieren und sie reagieren wieder falsch. Das ist halt, kann ich nicht ausschließen. Das kann passieren. Aber wenn unter normalen Umständen muss die Notenbank und sie wird ungeheuer unter Druck kommen. Ich meine, sie wird ungeheuer unter Druck kommen. Viel, viel stärker, als sie das jetzt noch sich vorstellen können. Die Raten werden jetzt weiter runtergehen im Januar, Februar. Und dann werden wir sehen, in ganz Europa wird der Druck ungeheuer groß, dass sie die Zinsen senken. Also ich sage mal vorher, was ich. Naja, die Deutschen, die Österreicher, die Niederländer, die waren ja extrem stur, was diese Zinserhöhung anging. Und die Südeuropäer, die haben überhaupt nicht ihre eigenen nationalen Interessen vertreten. Dass man in der EZ, also es wird ja immer gesagt, ja, die Länder, die sind total egoistisch in Europa, die vertreten alle ihre eigenen Interessen, so kann Zusammenarbeit überhaupt nicht funktionieren. Das Gegenteil war der Fall. Gerade die Notenbankchefs von hochverschuldeten Staaten wie Griechenland, Italien, Spanien, die haben diesen Zinserhöhungen auch lange Zeit zugestimmt. Die waren bei dem ganzen Unsinn dabei. Also ganz ehrlich, wenn ich irgendeine Verantwortung in der italienischen Regierung hätte, was ich als erstes machen würde, wäre alles dafür zu tun, dass meine Notenbank gegen jede Zinserhöhung und für jedes Anleihekaufprogramm stimmt. Also ich würde da wirklich ganz eiskalt versuchen, meine nationalen Interessen durchzusetzen. Aber dass die Südeuropäer das nicht schaffen, also das ist schon problematisch. Also muss man wirklich so sagen, weil die Länder, die höchste Verschuldung haben, die Länder, die sowieso schon die höheren Zinsen zahlen, die sowieso schon die höchsten Zinsen zahlen mussten, die müssen jetzt noch mal überproportional höhere Zinsen zahlen. Also es sind ja nicht nur die Zinsen auf italienische Anleihen so stark gestiegen, wie die Zinsen erhöht wurden, sondern sie sind überproportional stark gestiegen. Der Zinsspread zwischen italienischen und deutschen Anleihen, der ist ja deutlich auseinandergegangen durch die Zinserhöhung. Also ja, wir sehen, dass die Südeuropäer überhaupt nicht das tun, was im Interesse ihrer nationalen Volkswirtschaft wäre. Ich jetzt nicht, was ich mir wünsche, sondern was ich erwarte, ist, dass sie früher anfangen, im April, Mai den ersten Zinssenkungsschritt machen und dann fortlaufend senken bis zum Herbst, bis irgendwann die Konjunktur sich vielleicht wendet. Wenn es angeblich doch schon so schlimm sein soll, Sie waren ja jetzt schon länger vor Rezession, dass wir drin seien, dass es richtig schlimm werden könnte, warum spüren wir es noch nicht so richtig? Die Stimmung ist gerade in Deutschland natürlich nicht gerade gut, das ist klar, aber trotzdem, Arbeitslosigkeit ist weiterhin ja, sehr gemäßigt. Warum passiert da nicht wirklich was? Naja, passieren tut schon einiges. Also die Arbeitslosigkeit ist schon deutlich. Wir haben bei den Insolvenzen deutliche Probleme. Man muss ja nur auf den Bau gucken. Im Bau ist es wirklich, da brennt es wirklich. Im Wohnungsbau ist Katastrophe angesagt. Also so von außen geguckt, sieht man das vielleicht nicht so ganz deutlich, aber wenn man sich die Zahlen gründlich anschaut, sieht man, dass wirklich viel passiert. Und das ist ja erst der Beginn. Es kann ja niemand ausschließen, dass es jetzt dieses Jahr sich kumulativ nach unten geht. Wir haben im letzten Jahr jetzt einen minus 0,3 gehabt fürs ganze Jahr. Na gut, da kann man sagen, das ist noch keine Katastrophe, ist es auch nicht. Aber es ist in der ganzen Entwicklung eine Katastrophe. Nach Corona sind wir nicht mehr auf die Füße gekommen. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Wir reden vom Anfang 2020, ne? Anfang 2020 war Corona. Dann haben wir diesen Vier tiefen Einbruch. Jahre fast, ja. Ja, und danach sind wir nicht mehr richtig auf die Füße gekommen. Einmal hoch und dann jetzt schon wieder runter. Also 4 Jahre verloren sozusagen. Das ist doch irre. Und wenn man das vor allem mit den USA vergleicht, vergleichen das mal mit den USA.
Wir hinken dahinterher. Das ist ungeheuerlich. Die USA ziehen einfach davon, ohne Rücksicht auf Verluste. Bitte Chat, das Interview hier ist sehr interessant. Hört auf, über Migration zu diskutieren und seid freundlich zueinander. Und wir streiten uns hier über ein bisschen Haushaltsdefizite und machen eine fatal falsche Zinspolitik. Also es ist absolut irre. In den USA sind die Zinsen ja auch erhöht worden, aber doch mitten in einem Boom, ne? In einem Boom. Wir hatten Ja, das stimmt. Also in den USA, da haben die Zinserhöhungen eben weniger Schaden angerichtet, weil die Wirtschaft dort stark gewachsen ist und weil die Fiskalpolitik aufs Gaspedal getreten hat. Und wenn die Fiskalpolitik jetzt auch nachlässt, also wenn die US-Regierung ihre Ausgaben zurückfährt, dann könnte es in den USA tatsächlich zu wirtschaftlichen Problemen kommen. Sie sehen ja schon, wie sie ihre Ausgaben etwas reduziert hat. Also das Defizit war ja während Corona extrem hoch, wurde seitdem sukzessive reduziert. Und ja, irgendwann könnte dann der Punkt erreicht sein, wo das tatsächlich das Wachstum auch in den USA abwirkt. Aber in Europa, hier haben wir eine schlecht laufende Wirtschaft, wir haben sparende Regierungen, wir haben extrem viel stärker steigende Energiepreise als in den USA und wir haben eine EZB, die die Zinsen erhöht. Also in den USA, da hast du manche Faktoren, die bremsen, beispielsweise die starken Zinserhöhungen der Fed. Andere Faktoren, wie das stärkere Lohnwachstum oder die hohen Ausgaben der US-Bundesregierung, die gleichen das wieder aus. Aber wir haben hier in Europa ja wirklich nur bremsende Faktoren. Also bei uns zeigt ja wirklich alles nach unten, was wir aktuell sehen. Und je länger die Politik braucht, dass sie umsteuert, desto schlimmer wird das Ganze. da immer wieder drüber gesprochen. In den USA ist mal eine andere Situation. In einem Boom, wo die wirklich Vollbeschäftigung erreicht ist, kann ich davon reden, dass ich die Zinsen erhöhen muss. Aber wir haben das auch sehr vorsichtig getan und der Boom ist nicht zu Ende. Wir haben keine Rezession gekriegt, ne? Es hat sich abgeschwächt, aber es ist keine So, Rezession. Und US-Wirtschaft ist sehr stabil. Herr Flassbeck, ganz kurze Frage mal zur Weltwirtschaft. Also wir haben ja ein großes Problem, was viele vielleicht unterschätzen, dass China einfach gerade auch Riesenprobleme hat, die uns ja auch früher rausgeholfen haben. Also die USA nach wie vor stark. Europa, ja, schwächelt. China schwächelt. Die Weltbank hat vor kurzem gewarnt, ja, vor einem verlorenen Jahrzehnt. Was läuft denn da gerade alles schief, beziehungsweise was müsste passieren, dass vielleicht mehr Länder, ja, so performen wie die USA? Naja, die USA haben natürlich einen sehr egoistischen Ansatz gehabt. Sie haben erstmal gesagt, wir machen jetzt mal Protektionismus in vielen Bereichen, ne? Was ja auch neu ist in dieser blanken, in dieser offenen Form, diesen offene Aggression gegenüber anderen Märkten. Das ist das eine, was neu ist. Und das hat China natürlich geschadet, das ist gar keine Frage. Aber das andere ist, dass wir diesen Corona-Schock einfach außer den USA nicht wirklich verdaut haben. Die ganze Welt hat ihn nicht verdaut, auch China hat ihn nicht verdaut. Und warum haben die USA, sind die USA quasi die einzige Ausnahme? Nun, weil sie unheimlich expansive, massiv expansive Finanzpolitik betrieben haben. Das amerikanische Haushaltsdefizit derzeit liegt bei 7, 8%. Das muss man sich mal vorstellen. Da würde in Europa, würden sie alle sagen, die Ihr Welt. merkt, ich hatte mir das Video vorher nicht angesehen. Das ist ja auch gerade erst rausgekommen. Ich dachte, ich schaue das mit euch zusammen. Anna Flassbeck erklärt gerade genau das, was ich eben auch gesagt hatte. Geht unter. Wir sind verloren. Und die Verschuldung liegt bei über 100%. Also die Verschuldung hat ja einen unheimlichen Schub getan. Die haben gegen Corona sind sie extrem aggressiv vorgegangen, viel aggressiver als wir. Das amerikanische Haushaltsdefizit war an der Spitze minus 15, 15% Defizit. Ne, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Da wären bei uns alle Schuldenphobiker werden völlig verrückt, wenn sie nur an die Zahl denken. Ja, und das unterscheidet die USA. Das unterscheidet die USA vollkommen von allen anderen, auch von den ganzen kleinen Ländern. Alle haben sich nicht getraut, in diesem Maße Fiskalpolitik einzusetzen. Das ist der entscheidende Punkt. Die Schuldenbremse, kann man ja eigentlich gerade sagen, ist ein, ja, Problem, das die anderen Probleme beschleunigt, oder? Wir haben es jetzt gesehen, Bauernproteste, das Haushaltskasperletheater. Also ist das eigentlich das, woran alles hängt und warum die USA uns auch davon galoppieren, weil sie einfach Schulden machen? Ja, natürlich. Genauso ist es. Es ist furchtbar einfach. Es ist genauso einfach. Die USA machen auf Teufel komm raus Schulden, was vollkommen gerechtfertigt ist, weil wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, weil man die Unternehmen nicht dazu kriegt, selbst mit niedrigen Zinsen, sich massiv zu verschulden, muss es einer tun. Dann kann es nur der Staat tun. In einem großen Land wie die USA oder wie in Europa kann es nur der Staat sein. So, und die USA machen das und Europa, wir streiten uns über Kinkerlitzchen, ne?
Wir streiten uns über Kinkerlitzchen, darüber, ob wir jetzt in diese Rezession hineinsparen oder nicht, ob die Franzosen 3,0 einhalten müssen dieses Jahr oder nicht und die Italiener und sowas. Das ist alles verrückt. Das ist alles völlig verrückt. Das ist alles ohne jeden Sachverstand, ohne jede Ahnung von den wirklichen Zusammenhängen, auch von den globalen Zusammenhängen. Und ich kann nur sagen, diese Regierung zeichnet sich aus durch eine wirkliche Inkompetenz in wirtschaftspolitischen Fragen, in makroökonomischen Fragen. Die ist wirklich sagenhaft. Die war schon immer groß, aber die ist jetzt noch viel größer geworden. Wie kann ich mitten in einer Rezession, wir haben ja offensichtlich eine Rezession, jeder weiß es ja jetzt, in diese Rezession hinein? Dazu auch noch mal kurz die Zahlen. Sparen und. Die sehen nämlich tatsächlich nicht gut aus. Hier, Bruttoinlandsprodukt 2023, 0,3% geschrumpft über ein ganzes Jahr hinweg. Das ist eine Leistung. Und das hat natürlich mit Lindners Sparpolitik zu tun, die sich 2024 sogar noch weiter verschärfen wird. Die Zentralbank ist restriktiv, wir haben schon gesagt, hohe Realzinsen. Und der Finanzminister in Deutschland sagt, ich muss jetzt sparen, ich muss jetzt sparen, auf Teufel komm raus, irgendwo spare ich jetzt was ein. Ja, wenn die Rezession jetzt nicht, wie in seinem Bericht da steht, null ist, oder die Wirtschaftsentwicklung nicht null oder 0,1 oder minus 0,1, sondern minus 2, was dann? Weil er sie verschärft, weil er die Lage verschärft, weil minus 2 ist, dann wird der Staat noch viel mehr Schulden machen als vorher. Weil es geht da nicht anders, ne? Wenn die Arbeitslosigkeit wirklich massiv steigt, die ist ja jetzt noch, steigt ja noch relativ langsam, 10.000 im Monat oder 15.000 im Monat oder sowas in der Größenordnung. Aber wenn sie mal um 50.000 pro Monat steigt, dann wird das nicht wundern. Aber das ist unendlich naiv und ich kann es nicht begreifen. Ich kann es nicht begreifen, dass es in Deutschland nicht mehr Stimmen gibt. Ich bin ja der einsame Rufer in der Wüste da, dass es nicht mehr Stimmen gibt, die sagen, das ist verrückt, das ist vollkommen verrückt. Das hat auch noch nie jemand in der Vergangenheit so gemacht. Nur Lindner stellt sich hin und macht es einfach, weil. Es müsste das BSW auch mehr popularisieren. Also es muss mehr Kritik an diesen irren Zinserhöhungen geben. Also die Sparpolitik, die wird ja von Sarah Wagenknecht und so kritisiert. Die fordern ja auch eine Schuldenbremse, was ich auch noch ein bisschen zu zahm finde. Die Schuldenbremse muss weg. So heißt sogar das Unterkapitel hier von Mission Money, die Schuldenbremse muss weg. Die widerspricht einfach einer wirtschaftlichen Realität, in der die Unternehmen Nettosparer sind. Also es heißt ja manchmal, die Schuldenbremse sei nicht mehr zeitgemäß. Die war noch nie zeitgemäß. Die hat immer schon der Bundesregierung rationale Finanzpolitik verboten, weswegen sie in der Krise auch immer ausgesetzt werden muss, da sonst die Wirtschaft komplett zusammenbricht. Und jetzt in der Krise wirklich die Idiotie an den Tag zu legen, eine Regel einzuhalten, die die Wirtschaft zerstört, das, ja, da kann man wirklich nur fassungslos werden. Und ich kann mich Flassbeck auch hier nur zu 100% anschließen. Ist so sein Ding. Er hat keine Ahnung, er weiß nicht, wovon er redet, aber er macht es einfach. Irre. Finde ich wirklich irre. Aber lügen wir uns da ein bisschen selber in die Tasche, weil wir stellen uns das ja jetzt alle immer leicht vor. Ich bin ja auch für massive Investitionen, dass wir sagen, ach ja, komm, Herr Flassbeck, machen wir die Schleusen auf und dann wird gebaut, dann bauen wir Energie, dann bauen wir Straßen, blühende Landschaften. Aber Wohnungen. Ich hatte es vorhin schon mal gezeigt, ich kann es noch mal zeigen. Wohnungen. Wir brauchen Wohnungen. Der Wohnungsbau ist um mehr als ein Drittel Jahren eingebrochen. Durch die Zinserhöhung der EZB in erster Linie. Ihr seht es hier, wir haben seit 2014 eine Nullzinsphase und seitdem, oder nahe Nullzinsphase, kannst du es nennen, wie du willst. Und der Wohnungsbau ist leicht gestiegen und dann auf stabil hohem Niveau geblieben. Und seit 2022, seitdem die EZB ihre Zinserhöhung angekündigt hat, kollabiert das Ganze. Also die Wohnungsbaugenehmigungen sind das jetzt, die ihr hier gerade seht. Also sind sogar noch konjunkturbereinigt. So sieht das Ganze nicht konjunkturbereinigt aus. Also ein ziemlich eindeutiger Trend. Also die brechen gerade ziemlich krass ein. Und wenn man das ändern wollte, dann müssen die Zinsen endlich wieder runter. Also, und wenn die EZB nicht dazu bereit ist, dann muss der Staat halt irgendwie diese Lücke füllen, indem er billige Kredite an Wohnungsbauer vergibt, indem er die Banken irgendwie anders reguliert, dass sie da mehr günstige Kredite vergeben oder indem er schlicht und ergreifend selbst baut. Also Mario Lochner hat hier gerade sehr gute Dinge aufgezählt, wo wir Geld reinstecken können. Aber eine Sache, wo der Staat wirklich hunderte Milliarden Euro investieren sollte in den nächsten Jahren, wäre der Wohnungsbau. Man sieht es ja bei den Sozialwohnungen aus. Ich meine, wir hatten 1990 rund 3 Millionen Sozialwohnungen, heute haben wir nur noch 1 Million. Also 2 Drittel aller Sozialwohnungen sind verloren gegangen in den letzten 3 Jahren.
Ist überhaupt das Personal da? Also wir brauchen ja erstmal Leute, das muss ja alles erstmal genehmigt werden. Das ist doch bei uns auch alles gar nicht so leicht möglich, oder? Wir haben doch Probleme wie Bürokratie, Personal und so weiter und so fort. Also würde das überhaupt funktionieren? Also in der Theorie absolut, in der Praxis funktioniert das doch Ja, nicht, aber oder? dann, man muss es doch umsetzen, man muss doch anfangen mal damit, man muss mal halt das Personal aufbauen. Wir haben natürlich über 20, 30 Jahre seit Helmut Kohl haben wir abgebaut, ne? Wir haben den Staat massiv runtergefahren. Wir haben den Staat wirklich entmenschlicht, spezialisiert Aber sozusagen. die Der hat. Staatsquote ist doch über 50%. Also der Staat ist ja nicht kleiner Ja, geworden. das hat drei Gründe: Rente, Finanzkrise, Corona. Also in der Finanzkrise, da mussten Banken gerettet werden, das wurde nach oben getrieben. Während Corona, da lag ja die ganze Wirtschaft still, da ist die Staatsquote gestiegen und durch die immer weiter wachsende Zahl an Rentnern steigt die Staatsquote. Also der Staat macht hier nicht irgendwas Aktives mit dem Geld. Das Einzige, was der Staat macht, ist das Geld an die Rentner umzuverteilen. Also das ist jetzt diese wachsende Staatsquote, die wir da sehen. Wenn wir den ganzen Sozialabbau der letzten Jahrzehnte, beispielsweise die Senkung des Rentenniveaus nicht gehabt hätten, dann wäre die Staatsquote aktuell sogar noch höher. Und das wäre auch überhaupt kein Problem. Worden. Der Staat Wie kümmert. gesagt, das muss wirklich jedem klar sein, auch weil so immer gegen den Staat gehetzt wird. Also das Geld, was über die Sozialversicherung an die Rentner umverteilt wird, das frisst der Staat nicht auf. Das geht an die Rentner. Also das geht viel effektiver als beispielsweise bei dem halb privat organisierten Riester-System, wo sich die Versicherungskonzerne jeden vierten Euro, der da rein investiert wird, in der Tasche stecken. Sich Nein, der vielleicht Staat, immer nein. um Nein, ich mehr meine, die unwichtige Dinge, kann man das so Staatsquote sagen? zählt ja vieles dazu, aber der Staat im Inneren, der funktionieren soll, der funktioniert lange nicht mehr so, wie er einmal funktioniert hat, weil es einfach diese Leute nicht mehr gibt. Man braucht nur die Bahn anschauen. Die Bahn ist das klassische Beispiel. An der Bahn wurde gespart, 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 ja, und jetzt wundert man sich, dass es nicht funktioniert. Man kann einen solchen Betrieb nicht runterfahren, weil man ihn an die Börse bringen will, diese irre Idee. Und einfach sparen und die Wartungen einsparen und was weiß ich alles einsparen. Das kann nicht funktionieren. Selbst wenn es jetzt nicht ganz schnell geht, muss man trotzdem umschalten. Man muss umschalten auf Expansion und weg von dieser lächerlichen Restriktion. Und ich muss auch mal zu den Bauern was sagen. Es nützt überhaupt nichts, jetzt über die Bauern da zu schimpfen oder so. Die Bauern sagen einfach, warum gerade wir? Und da haben sie recht. Warum gerade wir? Warum sind jetzt wir diejenigen, die für den Klimawandel und für alles bezahlen sollen? Es gibt keinen Grund dafür. Wir brauchen einfach einen größeren Ansatz. Wir haben Klimawandel, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Brauchen wir einen viel größeren Ansatz, einen globalen Ansatz, der übrigens gescheitert ist in Dubai, ne? Da können wir nachher noch drüber reden. Dubai ist das Scheitern des globalen Ansatzes im Klimawandel, um uns klar zu verstehen. Und nicht ein Fortschritt, wie manche es noch verkaufen wollen. Aber wir brauchen darüber hinaus, wir brauchen ein größere Würfe als diese kleinteilige, jetzt gebe ich nämlich dir ein bisschen was weg und dann nehme ich den anderen was weg. Und der Lindner hat gesagt, weil ihr Bauern seid, beruhigt euch doch, ich nehme jetzt anderen noch mehr weg. Das ist doch toll, da müsst ihr mich doch beklatschen. Das ist völlig absurd, das ist noch viel dümmer. Ich nehme denen was weg, jetzt nehme ich das wieder zurück und dann nehme ich anderen noch mehr weg. Und dann anderen noch wieder weg, dann muss er den Arbeitslosen sagen, dann nehme ich den Ausländern noch mehr weg und was weiß ich, wird immer noch doller. Es ist alles Schwachsinn, alles grandioser Schwachsinn. Es muss ausgegeben werden, es muss Geld ausgegeben werden. Aber es kam eine interessante Frage aus der Community und zwar, ich lese einfach mal vor. Hier, Flassbeck sagt ja immer, der Staat muss Schulden machen bzw. Geld ausgeben, sonst ist nicht genug Geld da. Frag ihn mal, also bezogen auf mich, ob man nicht auch die Steuern senken könnte und das Defizit mit Schulden finanzieren könnte, dann wäre ja auch genug Geld da. Wäre das nicht auch eine Idee, dass wir zum Beispiel Arbeit attraktiver machen, dass wir sagen, wir streichen jetzt die Einkommensteuer für die Unteren, weil da haben wir auch ein Problem ja teilweise, dass die Leute Ja, sagen, ja, irgendwie ja. lohnt sich das Arbeiten nicht mehr. Wäre das nicht auch ein Ansatz, dass man Ja, ja, sicher. Schulden finanziert, die Steuern senkt zum Beispiel? Natürlich, kann man auch machen. Kann man auch machen. Das ist völlig klar. Man kann entweder Ausgaben stärken oder Steuern senken. Man kann auch eine Mischung machen, man kann alles Mögliche machen. Nur man muss sich trauen, Schulden zu machen. Anders geht es nicht. Die Linkspartei und die AfD hatten 2022 schon vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel komplett zu streichen, was laut EU-Recht auch möglich wäre. Wer hat es abgelehnt? CDU, SPD, FDP und Grüne, sprich die Altparteien. Die sind gegen Steuersenkungen. Man sieht ja auch, wie verrückt das bei Lindner ist. Er sagt, Steuern erhöhen ist ja ganz schlecht, weil das behindert ja die Konjunktur.
Aber wenn er Ausgaben kürzt, das behindert offensichtlich niemand, ne? Weil er nicht begreift, dass alle seine Ausgabenkürzungen am Ende wieder bei den Unternehmen landen, ne? Er kürzt die Gewinne der Unternehmen und glaubt, aber das schadet gar nicht, weil ich habe ja dann zwischen welche getreten, die nicht gearbeitet haben oder so. Das ist alles Blödsinn. Steuern senken kann man auch. Ja, man kann auch Steuern senken. Ja, also wir können uns ja auch hier Vor jetzt. allem, es ist ja eine riesige Idiotie. Man sagt jetzt, man macht auf die Bürgergeldempfänger mehr Druck, damit die Jobs annehmen. Jobs, die es nicht gibt. Wir haben 800.000 Stellen in Deutschland, 2,6 Millionen Arbeitslose. Das passt nicht zusammen. Und selbst wenn man die höchsten Stellen für neue, also die höchstmögliche Rechnung für neue Stellen nimmt, das ist etwas mehr als, also zwischen 1,5 und 2 Millionen sind das immer in dieser einen Umfrage da. Selbst das ist weniger als die offiziellen Arbeitslosen und die offizielle Arbeitslosenquote wird ja auch an allen Ecken und Enden schön gerechnet. Also da kann man noch mal die gleiche Zahl an Arbeitslosen, die nicht in der Statistik auftauchen, beziehungsweise an Leuten, die in Teilzeit sind, obendrauf rechnen. Also in Wirklichkeit an Leuten, die mehr arbeiten wollten. Also sei es, weil sie in Teilzeit sind, sei es, weil sie arbeitslos sind, aber halt nicht als arbeitslos gezählt werden, was auch immer. Also wie gesagt, dazu hatten Jan und ich auch mal ein Video auf meinem Erstkanal gemacht. Schaut euch das gerne an, aber wir haben so viele Arbeitslose in Deutschland, dass es wirklich eine riesige Idiotie ist, zu sagen, wir machen jetzt auf diese eine Gruppe mehr Druck, dann nehmen die alle Jobs an, weil es diese Jobs schlicht und ergreifend nicht gibt. Relativ schnell einigen. Was läuft denn da schief? Also haben Sie noch Hoffnung, wenn Sie auf die Politik blicken? Denn eigentlich wäre es ja gar nicht so kompliziert, oder? Also Nee, wir ist sehen ja überhaupt gerade, wir nicht. verlieren uns in diesem Kleinen-Kleinen, sagen, okay, die Bauern, Ja. nehmen wir es denen weg, dann beschweren sich die, dann nehmen wir es den Fischern weg, dann blockieren Ja. die wieder den Hafen, dann sind es die Arbeitslosen oder die Ja. Flüchtlinge oder wer auch immer. Das bringt ja unterm Strich nicht wirklich was. Also Nein, es schadet, es schadet. werden Sie Schadet. verrückt teilweise, wenn Sie da drauf blicken? Oder wie geht es Ihnen dabei? Ja, sicher, Also man merkt es ja, ich reg mich wirklich auf. Es ist ungeheuerlich, dass wir nicht in der Lage sind, mal drei klare analytische Sätze hintereinander zu sagen. Der eine heißt, wenn in einer Volkswirtschaft gespart wird, müssen auch Schulden gemacht werden. Ne? Den haben wir schon oft besprochen. Das ist der einfachste Satz. Wenn die Unternehmen die Schulden nicht machen, muss sie der Staat machen. Da geht kein Weg dran vorbei. Das ist nun mal, das nennt man Marktwirtschaft, das System. Funktioniert nicht anders. So, und das müsste man jetzt umsetzen, muss man sich mal hinstellen und das der Bevölkerung erklären. Ne? Unser Bundeskanzler hat jetzt gerade wieder gesagt, er will jetzt auch erklären. Ja, da soll er mal anfangen. Da soll er mal anfangen. Im Bereich Wirtschaft soll er mal was erklären, wirklich erklären. Aber das tut er natürlich nicht und auch keiner Talkshow wird. wer erinnert sich nicht mehr daran? Also selbst wenn es ihm irgendwann mal erklärt wurde, der weiß das nicht mehr. Wirklich was erklärt, es wird immer nur gequatscht. Und wenn wir das nicht schaffen, wenn wir jetzt nicht langsam mal Leute an der Spitze haben, die etwas erklären können, auch an der EZB-Spitze übrigens und an der Kommissionsspitze, die sollten wir nicht vergessen, das ist alles immer nur Blabla, dann wird das ganze System wirklich massiv, massiv bedroht und in Frage gestellt. Und zu Aber Recht in Frage gestellt. Die was Leute, läuft denn meine. aus Ihrer Sicht schief? Also Sie haben ja früher, Sie kennen ja auch viele Politiker, Sie sind da ja lange dabei, waren früher mittendrin. Warum schaffen die das heute nicht? Wollen die nicht? Leben die so in der Blase? Also da muss es ja irgendwie eine Erklärung dafür geben. Die sind ja nicht alle bescheuert. Also was läuft denn aus Ihrer Sicht da schief? Was ist die Diagnose? Nein, wir haben die Diagnose ist, dass wir heute mehr Politprofis haben als jemals zuvor. Und der heutige also ich sag mal, es gibt drei Phasen. Es gab nach dem Krieg gab es Politiker, die noch Ahnung hatten, weil sie noch richtig gearbeitet haben irgendwo, ne? Um es mal ein bisschen provokativ zu sagen, also außerhalb der Politik noch echt gearbeitet haben oder an den Universitäten waren und Wissen hatten, das sie umsetzen konnten. Dann gab es eine Phase, wo es Politprofis waren, die aber wenigstens noch dann lange Politikerfahrung hatten und die noch mitbringen konnten. Heute haben wir an der Spitze Politiker sitzen, ich muss es so hart sagen, die beides nicht haben. Die sind zwar Politprofis, aber die haben keine Erfahrung, die haben keine Lebenserfahrung, die haben nichts. Die sind einfach dahin gerutscht, die haben keine Ausbildung, die haben Naja, Olaf Scholz hat Erfahrung darin, wie man Vinatska-Innereien durchbringt. Kein wirkliches Wissen um die Zusammenhänge. Und das funktioniert einfach nicht. Das kann nicht funktionieren. Auch schau mal wieder nach Amerika. Die Amerikaner haben Janet Yellen als Finanzministerin, ne, die eine wirklich super tolle Volkswirtin ist, seit vielen Jahrzehnten, muss man sagen. Die ist ja schon auch über 70, glaube ich. Seit vielen Jahrzehnten schon immer eine tolle Volkswirtin war. Übrigens relativ links, ne? Also keynesianisch. Links ist ja ein blödes Wort. Keynesianisch ausgerichtet. Und die war lange dann Chefin der Notenbank und die ist jetzt Finanzministerin schon seit vielen Jahren.
Das heißt, die haben an der Spitze schon mal wenigstens eine Person, die wirklich absolut kommt. Also wir haben Christine Lagarde, also deren Karriere sieht tatsächlich ganz ähnlich aus. Die war französische Finanzministerin, hatte eine katastrophale liberale Sparpolitik betrieben, die in Frankreich zu einer zweiten Rezession mit und zur Eurokrise mit beigetragen hat und ist durch ja einen Finanzskandal aufgefallen, wegen dem sie auch zurücktreten musste. Also ja, und dann wurde sie ein paar Jahre später zur EZB-Präsidentin befördert. Kompetent ist. So was gibt es bei uns nicht und das gibt es bei uns schon Nachdem sie zwischendurch noch IWF-Chefin war. seit Jahren, seit Jahrzehnten nicht mehr. Eine wirklich absolut kompetente Person an der Spitze eines der Wirtschaftsministerien, Wirtschaft oder Finanzen oder Zentralbank. Oscar Lafontaine, würde ich sagen. Also der war ja kompetent und das ist ja gerade mal 24 Jahre her, dass der Finanzminister war und sich mit seinen Vorstellungen eben nicht konnte. Deswegen ist er dann ja zurückgetreten. Und das ist einfach von übel. Das kann so nicht funktionieren. Man kann extrem komplexes Gebilde wie die Europäische Union und auch Deutschland kann man nicht führen mit dem Wissen über die letzten Hinterbänkler in seiner eigenen Partei und Parteiintrigen und lauter diesem Politzeug. Man muss etwas wissen über die Welt, wie die Welt funktioniert. Und dazu muss man einfach mehr Erfahrung haben und mehr gelernt haben. Herr Flassbeck, jetzt frage ich mal ganz provokant, warum sitzen Sie dann jetzt hier in Ihrem Büro und gehen nicht in die Politik? Also es bräuchte ja dann Menschen wie Sie, die dann auch aktiv. Ja, Wirtschaftsminister oder Zentralbankchef bei BSW. Aktiv was verändern und was beeinflussen und sagen, so Naja, machen wir es jetzt. ich hab meinen Versuch ja gemacht. Mir kann keiner vorwerfen, dass ich nicht versucht habe. Ich habe ja meinen Versuch gemacht und war im Finanzministerium. Es ist dann aus vielen Gründen gescheitert. Kann man lange diskutieren, will ich aber nicht. Aber ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mich nicht mehr dabei fühle, jetzt direkt Politik zu machen. Amerikanische Präsidenten können das noch mit 81 oder so. So alt bin ich noch lange nicht, aber ich halte das auch für falsch. Ich halte es für richtig, dass Menschen, die ein ordentliches Berufsleben hinter sich haben, die was geleistet haben, die gezeigt haben, dass sie denken können, mit 50, 60 oder so in die Politik gehen, um dann wirklich etwas für das Land zu tun. Das ist meines Erachtens ein vernünftiger Weg. Bis 80 sollte man das nicht durchhalten, aber 50, 60 bis Anfang 70 ist das völlig in Ordnung. Und das fehlt heute. Es sitzen im Bundestag, es gibt viele Leute, 25-Jährige sitzen im Bundestag. Ich kann nur sagen, muss ich ganz brutal sagen, die haben da nichts verloren. Die können das Volk gar nicht vertreten, die haben wissen nichts von der Welt. Warum sollten die im Bundestag sitzen? Das ist verrückt. Da hat Flassbeck natürlich vollkommen recht, aber das trifft auf viele 40-, 50-Jährige genauso zu. Also bei denen ist es ja nicht besser. Also ich glaube, wenn sie da ältere Leute im Bundestag hätten, dann wäre das Niveau dort nicht unbedingt höher. Ich meine, diese gesamte Parteibürokratie ist ja mit irgendwelchen Abnickern durchsetzt, die keine eigene Position vertreten, denn wenn sie die vertreten würden, dann wären sie in ihrer Partei eben nicht aufgestiegen. Müssen erfahrene Leute hin, die auch ein bisschen Abstand haben und nicht emotional bewegt sind von allem und diesem sonst kann es nicht funktionieren. Aber ist das Niveau nicht generell schlechter geworden, wenn wir mal auf die USA blicken? Da haben wir einen Präsidenten, wo sich viele manchmal Ja. fragen, Mensch, weiß der eigentlich gerade, wo er ist? Der andere, ja, den kann man Ja. auch durchaus kritisch sehen. Also das kann doch jetzt auch nicht das Beste vom Besten sein, oder? Also viele Nein, Amerikaner natürlich sagen ist ja nicht das. auch, also ich weiß gar nicht, wen ich wählen Nein, soll. nein, natürlich ist es gibt überhaupt keine Vorbilder. Das ist völlig richtig. Wir haben eine generelle Entwicklung in die falsche Richtung, auch in den USA. Aber in den USA gibt es immer noch die Stäbe dahinter, die doch offensichtlich. Ja, der außenpolitische Stab, der wird, also kein Mensch denkt ja, dass Joe Biden für die US-Außenpolitik verantwortlich ist. Die wird gerade von Leuten wie Victoria Nuland kontrolliert, also von Neocons. Also das sind vielleicht Leute, die kompetent und theoretisch versiert sind, aber die eine sehr, sehr krude Ideologie haben, die, oder was heißt krude, eine sehr, sehr auf Machtausbau der USA konzentrierte Ideologie haben, die zu sehr viel Leid geführt hat bisher schon. Also ja, die mögen vielleicht kompetent sein, aber das, was die tun, ist nicht im Interesse von über 99% der Weltbevölkerung und wahrscheinlich auch der US-Bevölkerung. Besser funktionieren. Ich habe extra die Yellen genannt.
Janet Yellen genannt, weil die ist nicht eine Ausnahmeerscheinung und die ist weitergegangen von der Nationalbank in das Finanzministerium. Und die ist in meinen Augen auch die Person, die diese ganze Biden-Administration hochhält. Das ist nicht Biden, ist das nicht, garantiert nicht, sondern er hat ein paar Leute offensichtlich hinten dran, die wirklich was können und das Ganze bewegen. Aber weil es so schlecht funktioniert, nicht weil es funktioniert schlecht, weil wir nicht in der Lage sind, diesen makroökonomischen Pragmatismus wie die Amerikaner hinzukriegen. Deswegen funktioniert es bei uns noch viel schlechter. Es funktioniert auch in Amerika aus vielen Gründen nicht. Aber es funktioniert bei uns noch viel schlechter und das ist von übel. Die Amerikaner haben Vollbeschäftigung. Wir sind in Europa bei 6,5% Arbeitslosigkeit. Das ist immer noch hoch. Das ist immer noch viel. Wir sind an der Kippe, wo es jetzt vielleicht noch höher geht. Und die Amerikaner haben Wachstum. Wir haben es ausgerechnet, Friederike Spieker und ich, in den letzten 10, 12 Jahren von 2,1% gehabt, Europa von 1,2. Das ist zu wenig. Und jetzt noch diese große Krise. Also wenn wir noch 5 Jahre weitergehen, wird es noch viel schlimmer, wird die Rechnung noch viel deutlicher zugunsten der USA. Also das ist das Mindeste, was man schaffen muss. Ob wir dann die politischen Probleme auch noch alle lösen, Gott, ich weiß es nicht. Aber wir müssen, das Mindeste ist, dass wir den wirtschaftlichen Umschwung hinkriegen, damit die Leute nicht völlig verrückt werden. Ist es eigentlich aus Ihrer Sicht gerechtfertigt, dass viele momentan sagen, die Geopolitik, Kenneth Rogoff letzte Woche erst, also er hat gesagt, in seinen Lebzeiten, also wo er professionell unterwegs ist, hat er sowas noch nie gesehen, geopolitische Risiken. Ist das wirklich so schlimm oder ist das aus Ihrer Sicht eher eine Momentaufnahme, dass man sich immer denkt, ja, so schlimm wie heute war es noch nie? Oder hat sich da schon einiges verschlechtert in den letzten Jahrzehnten? War es Naja, einfacher in den 90er Jahren, wo es gefühlt wenig Probleme gab? gab es auch Probleme, aber natürlich gab gefühlt weniger, das ist schon richtig. Ich glaube, was eine ganz große Rolle spielt, ist, dass insbesondere diese amerikanische Administration jetzt im außenpolitischen Bereich grandiose Fehler macht. Man, diese Konfrontation mit China ist vollkommen unnötig. Die ist unnötig wie ein Kropf. Gut. Ich hatte es ja gerade gesagt. Ich würde nicht sagen, dass das Fehler sind aus Sicht, also aus Sicht der Ideologie von diesen Leuten, die da sitzen. Es ist ja total logisch. Also die befinden sich jetzt in der Thukydides-Falle. China steigt auf, die USA steigen relativ gesehen ab und jetzt muss man irgendwie schnellstmöglich zuschlagen. Durch Handelskriege, durch Boykottmaßnahmen, durch die Provokation militärischer Konflikte eventuell. Und ja, das ist halt diese Konfrontationspolitik, die man da gerade fährt, weil man die Vormachtstellung der USA aufrechterhalten will. Das hängt nur daran, weil es ein paar Neokons in den USA gibt, die sich einbilden, die USA muss die größte Macht der Erde bleiben und es darf niemals China größer als die USA werden. Die werden das nicht verhindern, das ist absoluter Blödsinn. Sie werden das nicht verhindern, die USA werden zurückfallen als zweite oder dritte Macht. Aber dieser Kampf ist völlig irrsinnig. Auch diese Konfrontation mit Taiwan ist. Was geht uns das an? Geht uns überhaupt nichts an? Und dass die Europäer sich da noch teilweise hineinziehen lassen, ist wirklich unendlich dumm und naiv. Es geht uns nichts an und lass die Chinesen das machen, die kriegen das schon hin über, was weiß ich, 50 Jahre oder irgendwas. Es ist mir auch vollkommen egal, aber wir haben uns da rauszuhalten. Das ist wirklich eine innerchinesische Angelegenheit. Und diese Konfrontation ist vollkommen sinnlos. Dann ist natürlich. Die Thukydides-Falle, weil gerade einer fragt. Der griechische Historiker Thukydides hatte der Peloponnesische Krieg beschrieben. Und das Ausbrechen dieses Krieges eben mit dem Aufstieg und dem Abstieg Athens erklärt. Die aufsteigende Macht Sparta hat Athen herausgefordert und das führte unweigerlich zum Krieg. Und Sparta hat dann am Ende auch gewonnen. Also, ja. Das ist es im Kern. Eine alte Macht, die steigt ab und eine neue Macht, die steigt auf. Und wenn die neue aufsteigt, dann versucht die alte Macht, das irgendwie zu verhindern. Und das kann dann ganz gerne mal zum Krieg führen. Ja, die Falle ist der Krieg. Also von dem Krieg, da gewinnt ja am Ende keiner. Also der Peloponnesische Krieg, der war ja katastrophal. Der hat ja Griechenland komplett verwüstet. Aber, und der hat Griechenland auch dem Einfluss fremder Mächte geöffnet. Also jetzt nicht, dass da was erobert wurde, aber die Perser haben ja Sparta unterstützt, um Athen zu schwächen. Und Sparta hat deswegen den Krieg auch gewonnen. Also, ja, so. Wie gesagt, das ist halt die Falle. Und ein Krieg zwischen den USA und China ist jetzt unwahrscheinlich, aber ein Wirtschaftskrieg oder Stellvertreterkriege. Also, oder tatsächlich in Taiwan, da wäre eine direkte Konfrontation
Denkbar. Also die USA provozieren da ja auch immer mehr. Aber wirklich ein großer Krieg zwischen diesen beiden Mächten, daran kann wirklich keiner Interesse haben. Ich meine, das sind zwei Atommächte. Habe ich schon gesagt, der amerikanische Protektionismus ist jetzt eine ganz neue Nummer, die Biden eingeführt hat, was oder unter Trump schon angefangen hat, aber Biden dann noch verstärkt hat. Das ist das Ende sozusagen einer geordneten Globalisierung. Das muss nicht so weitergehen. Wenn wir eine vernünftige amerikanische Führung hätten, könnte das schnell wieder korrigiert werden, könnte das alles wieder eingerichtet werden. Die Amerikaner haben ja die Welthandel. Wenn wir eine vernünftige amerikanische Führung hätten. Also wir haben Trump, der diesen Handelskrieg gegen China überhaupt erst begonnen hat, und wir haben Biden, der wirklich in allen weltweit auf noch weitere Eskalation setzt. So, wo diese vernünftige amerikanische Führung herkommen, soll, das müsste mir dann auch mal einer erklären. Handelsorganisation völlig aufgegeben, offensichtlich. Ne? Sie machen alles nur noch bilateral und das ist schon ein großes Problem, wenn man Welthandel hat ohne internationale Regeln und ohne eine multinationale Institution, die dafür verantwortlich ist, also eine funktionsfähige, das ist ein gewaltiges Problem. Und deswegen gibt es einen Stopp oder eine Bremsung in der Globalisierungstendenz, die ich jetzt für sich genommen nicht für so schlimm halte, dass ich sagen würde, jetzt ändert sich die Welt da fundamental. Aber wenn wir nicht politisch aufpassen, dann kann es schon passieren, ne? Dann werden die Konfrontationen immer größer und dann ist die Globalisierung am Ende und dann ist natürlich auch vieles von den Chancen, die man die Globalisierung mitgebracht hat, gerade für Deutschland, ist dann weg, ne? Es ist nicht Warum? umsonst, dass weil Deutschland hat von dieser Globalisierung natürlich unheimlich massiv profitiert, weil es mit seinen riesigen Leistungsbilanzüberschüssen, mit seinem Exportsektor, mit seiner Investitionsstärke im Investitionsgüterbereich hat es ungeheuer profitiert. Und Deutschland ist nicht durch Zufall jetzt der schlechteste Performer bei dem Wachstum mit seinen minus 0,3. Nein, das ist einfach, weil wir haben weltweit eine Restriktionspolitik gehabt, von der Geldpolitik her. Und das betrifft die Investitionen natürlich, da gehen die Investitionen runter. Also wer ist betroffen? Der größte Investitionsgüterhersteller der Welt sozusagen, das ist Deutschland, der ist davon am meisten betroffen. Und wir haben falsche Binnenpolitik, das ist aber unser eigener Fehler hier in Europa. Und das beides zusammen ist kein Wunder, dass Deutschland da stark betroffen ist. Also auch da mache ich jetzt keine Jahrhundertgeschichte draus, Deutschland als kranker Mann oder so. Das ist alles Quatsch. Es gibt ein echtes, grandioses Problem, ein makroökonomisches Problem, was wir in Europa nicht lösen können. Und das ist das, was uns jetzt auf die Füße fällt. Wir können das. Weil gerade einige im Chat fragen, ja, ein Video zum Europawahlprogramm der Wagenknecht-Partei wird folgen. Nicht heute, nicht heute. Ich lese mir das erstmal selber durch und dann stelle ich euch die wichtigsten Punkte vor. Geldpolitisch nicht lösen, da sind wir zu inflexibel, haben die falschen Leute an der Spitze und wir können es finanzpolitisch nicht lösen, weil wir nicht intellektuell in der Lage sind, dieses Schuldenproblem mal anzugehen. Das ist das Irre. Aber wäre es so einfach, dass wir sagen, Zinsen runter, Schuldenbremse weg und Ja, Schleusen ja. auf, dann wären wirklich nicht alle Probleme gelöst, Alles aber nicht, nein, dann wird alles es nie besser laufen. gelöst. Nein, wenn wir eine vernünftige Lohnpolitik hätten, also Lohnpolitik auf dem Produktivitätspfad, stabil auf dem Produktivitätspfad, wenn wir eine expansive Finanzpolitik hätten und die Zinsen wieder runtergehen, dann wird es sich sehr schnell drehen. Dann haben wir eben das Mindeste erreicht, das wir erreichen müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen, nämlich wieder eine Expansion und Wachstum. Wachstum darf man ja schon nicht mehr sagen, aber das ist schon eines der Probleme, dass man Wachstum nicht sagen darf. Nein, wir müssen Entwicklung haben, wir müssen Vorwärtsentwicklung haben, egal ob man die Wachstum nennt oder nicht, ist vollkommen wurscht. Und diese Entwicklung, die hängt und die Marktwirtschaft geht nicht so. Die muss sich bewegen. Wenn sie sich nicht bewegt, im Stillstand ist tödlich. Was machen eigentlich die Chinesen falsch? Bevor wir gleich noch zu COP kommen. In China läuft es ja nicht. Jetzt gibt es viele, die sagen, ach, die wachsen immer noch zuletzt mit 5,2%. Also, So, ja. das müssten wir erstmal haben. Also ist das normal, dass sich so ein Wachstum dann nach so einer starken Phase, China hat ja Ja. wirklich da viel richtig gemacht in den letzten Jahrzehnten, zumindest wachstumstechnisch, ist das normal aus Ihrer Sicht oder machen die auch gerade viel falsch? Denn die bauen ja auch in gewisser Weise ihre Wirtschaft um. So, auch so ein bisschen, wie wir ja auch machen. Also ich glaube, China hat natürlich, war der Corona-Schock war in China ja viel, viel größer als bei uns. Ne? Die haben ja wirklich eine verrückte, absolut verrückte Corona-Politik gemacht.
hat wahrscheinlich inzwischen die Regierung noch eingesehen, dass das völlig verrückt war. Also sie haben sowas von überdreht und überzogen und sind damit auf die Nase gefallen. Und da haben sie natürlich auch ihre Wirtschaft massiv geschadet und dem Konsumverhalten. Diese Wirtschaft hat ja in den letzten Jahrzehnten vom Konsumverhalten gelebt und von der Lohndynamik, einer vernünftigen Lohndynamik, aber einer hohen Lohndynamik, also echt einer deutlichen Steigerung der Einkommen. Und die Zahlen sind nicht so ganz klar. Wir haben mal versucht, das ein bisschen rauszufinden, aber es ist schwierig mit den Zahlen. Aber meine Vermutung ist, ich sage jetzt mal, meine Vermutung ist, die Lohnentwicklung ist angehalten worden, auch aus Furcht vor ja, internationaler Konkurrenz oder was auch immer. Und deswegen ist ja auch die innere Dynamik in China deutlich langsamer geworden. Gut, 5,2% haben sie gesagt, ob es stimmt, weiß keiner. Das ist Das eine ist die Zahl. Frage, ja. Kann man glauben oder kann man nicht glauben. Aber es ist natürlich normal. Völlig normal ist, dass dieser irre Boom sich abflacht. Warum flacht er sich ab? Kann man auch leicht verstehen. Weil was die Chinesen bisher gemacht haben, sie haben westliche Technologie kopiert, was völlig in Ordnung ist übrigens, ne? Das darf man als Entwicklungsland. Aber das geht jetzt natürlich nicht mehr. Sie sind jetzt an vielen Stellen, sind sie da, genau da, wo wir sind, mit ihrer Technologie. Und da muss man neu erfinden. Und das geht nicht in dem gleichen Tempo, wie man kopieren kann. Kopieren kann man eben schneller. Und man kann eben in der Copy- und Paste-Phase sozusagen, kann man 10, 15% Produktivitätszuwachs haben pro Jahr. Wenn man das selbst erfinden muss, geht es nicht mehr. Dann geht es runter auf 2% oder 3% maximal. Und da sind sie jetzt. Irgendwann passiert das immer. Das ist auch in Japan passiert und in allen diesen aufholenden Ländern passiert, was auch völlig normal ist und natürlich ist und was man auch gar nicht, sich gar keine Gedanken darüber machen muss, was eben auch dazu gehört. Wenn ich nicht mehr Entwicklungsland bin, in dem Sinne, dass ich die Technologie einfach importiere und sie selbst erfinden muss, ja, dann wird es schwieriger, klar. Kommen wir noch kurz zu zwei Themen. Fangen wir an mit Klimakonferenz. Was ist da Ihr Fazit dazu? Ja, also da ist mein Fazit ist sehr eindeutig. Es hat ja praktisch in dieser Konferenz hauptsächlich ein Ringen darum gegeben, ob man irgendetwas über die fossilen Rohstoffe überhaupt in diese Schlusserklärung schreibt. Man muss das sich mal vorstellen, ne? Es geht eigentlich darum, weltweit seit Paris spätestens, aber eigentlich schon vorher, die Verwendung von Ich glaube, die Klimapolitik, ja, die ist fossiler Rohstoffe gescheitert. Also runterzuziehen. das ist ein Punkt. Ich glaube, den brauchen wir uns jetzt auch nicht nochmal explizit ansehen. Darum ist Milei verrückt. Da sehe ich Javier Milei. Muss mir letztens anhören, was denn nicht Milei. Gucken wir uns noch an. Also bei der Klimapolitik, da kann ich Flassbecks Punkt kurz zusammenfassen. Er ist dafür, dass es ein globales Abkommen gibt, um die Produktion, um die Förderung fossiler Rohstoffe einzuschränken. Denn sobald das Zeug aus der Erde geholt wurde, wird es am Weltmarkt auch verkauft. Also man muss wirklich eine Absprache, also die großen Konsumentenländer, also vor allem Europäische Union, China, Japan, muss mit den großen Konsumenten, muss mit den großen Produzentenländern, vor allem der OPEC Plus, also das ist ja die OPEC plus Russland, da muss ein globales Abkommen erreicht werden, wie inwieweit die einen ihre Produktion senken und die anderen weiter steigende Preise garantieren. Also die werden da die Öl fördern, denen muss garantiert werden, dass sie aus dem Öl aussteigen können, ohne dass das zu riesigem finanziellen Chaos führt. Da muss es einen vernünftigen Pfad geben und ja, das ist für beide Seiten vorteilhaft. Jeder hat so Planungssicherheit. Dafür bräuchte man aber eben globale Kooperation. Dafür bräuchte man ein globales Abkommen. Dafür bräuchte man auch eine andere Art und Weise, wie man Rohstoffhandel organisiert. Also, dass dann nicht die Finanzmärkte plötzlich sagen, heute kostet ein Fass Öl, $150, wie es kurz vor der Finanzkrise der Fall ist, oder heute kostet es mal minus 10 oder minus, $30 oder was für irre Preise da zeitweise während Corona abgerufen wurden. Also, ist jetzt kein Scherz. Da gab es wirklich Negativpreise für eine US-Ölsorte. Beziehungsweise für andere Ölsorten, die haben da auch nur $20 gekostet. Also auch das war nicht annähernd kostendeckend. Also es zeigt, wie irrational die Finanzmärkte in beide Richtungen überschießen. Und wenn man da Planungssicherheit wollte, dann müsste man eben auch die Freiheit der Finanzmärkte, diese Preise hin und her zu schaukeln, einschränken. Und das wäre eben auch bei anderen Rohstoffen vernünftig. Also das ist jetzt nicht nur das sind jetzt nicht nur fossile Brennstoffe, das ist auch irre, dass sich der Preis von einem wichtigen Nahrungsmittel wie Weizen oder Mais oder Reis, dass der sich mal eben verdoppeln kann, weil Spekulanten da gerade auf den Zug aufspringen. Also auch das müsste man durch globale Koordination lösen. Wie gesagt, das ist an dieser Stelle immer Flassbecks Punkt. Ich habe mir kurz erklärt, deswegen schauen wir uns jetzt nicht an, dass er den. Also wie gesagt, da gibt es auch zahlreiche Artikel auf relevante Ökonomik, die ihr euch ansehen könnt, wenn euch das noch weiter interessiert.
schon gesagt, dass der Staat vielleicht mal wieder im Kern Ja. wirklich die wichtigen Dinge macht, wo es ja genug Hausaufgaben gäbe, die auch gerade in Deutschland bei uns irgendwie zu kurz kommen. Ja, also Milei ist ein Verrückter, machen wir uns nichts vor. Das ist, da ändert alles nichts dran. Der hat auch die Rede, die er in Davos gehalten ist, an der Grenze zur Verrücktheit, aber egal. Ich habe gerade einen Artikel darüber geschrieben, kann man auch nachlesen auf Relevante Ökonomik. Nein, das Erste ist schon mal, und erstaunlich ist, dass der Internationale Währungsfonds macht das natürlich mit, und jetzt jubeln sie alle, der Währungsfonds und Argentinien zusammen. Die machen jetzt mal Budgetkürzungen, ne? Genau wie uns. Sie kürzen jetzt mal Budget. Ne? Argentinien hat eine viel tiefere Krise als wir, -2,5% im vergangenen Jahr, also richtig massive Rezession. Und jetzt kürzen sie einfach mal. Ja, was kommt denn da raus, wenn sie kürzen? Ja, die kürzen wieder die Unternehmergewinne, die vernichten wieder Unternehmergewinne. Die Einkommensteuer soll gleichzeitig erhöht werden und der Staat übernimmt die Schulden von Großunternehmen, beziehungsweise er schaltet da das Wechselkursrisiko auf, was de facto eine Übernahme ist, da der Wechselkurs des Pesos sich innerhalb kürzester Zeit mittlerweile schon halbiert hat. Also das ist, ja, die Großen werden gerettet quasi und das darf der normale Argentinier jetzt bezahlen. Also die Strategie von Milei, die scheint zu sein, wir verarmen die Bevölkerung, wir senken das Lohnniveau so weit, dass wir Exportindustrie anlocken. Also wie viel Inflation es gibt, ist ja egal. Kann man ja eh dollarisieren, das Land. Also was interessiert einen schon, ob die eigene Währung vertrauenswürdig ist oder nicht? Zur Not führt man Dollar ein. Also das ist die Strategie, die ich da erkennen kann. Also Flassbeck sagt ja jetzt, er sei verrückt. Kann auch sein, dass da keine Strategie, sondern wirklich nur Ideologie hintersteckt. Ich würde schon zumindest mal so viel Strategie unterstellen, dass er tatsächlich Exportindustrie anlocken will und die normale Bevölkerung, die darf das Ganze dann bezahlen, indem sie sich von ihren Löhnen halt nichts mehr kaufen kann. Staatliche Ausgabenkürzung bedeutet Vernichtung von Unternehmergewinnen. Und dann stellt sich der dumme Milei hin in Davos und sagt, die Unternehmer sind unsere Helden, wir sind meine Verbündeten, ich bin der Verbündete der Unternehmer. Und gleichzeitig tritt er ihnen das Standbein weg, weil er ihnen die Gewinne nimmt. Das ist toll, das ist geniale Politik. Und zur Inflation hat er überhaupt keine Idee, was er da machen soll. Wenn sie jetzt noch restriktive Geldpolitik machen, also die Zinsen nochmal deutlich erhöhen, dann wird es noch viel schlimmer. Dann tritt er den Unternehmern auch noch das zweite Bein weg und dann liegen die im Dreck. Also das ist verrückt. Hat nichts mit rationaler Wirtschaftspolitik zu tun. Wobei man ja sagen muss, die Inflation ist ja auch ohne Milei schon bei 90%. Also da hat es da vorher auch hinten und vorne nicht Nein, die funktioniert. haben alle Fehler gemacht. Die Sozialisten, die Peronisten haben unglaubliche Fehler gemacht. Die haben ganz schlechte Wirtschaftspolitik gemacht. Ja, die Peronisten. Sozialisten waren da in Argentinien nicht an der Macht. So, Peronismus, den kannst du in manchen Zeiten als Linksnationalismus beschreiben. In anderen waren auch die Peronisten, ja, auf Linie des neoliberalen Zeitgeistes. Beispielsweise in den 90ern, Carlos Menem, der hat ja wirklich alles gemacht, was die IWF ihm da vorgelegt hat. Argentinien damit in riesige Krise befördert. Aber immerhin gab es 15 bis 19, 2015 bis 2019, gab es einen Bruder im Geiste von Milei, nicht ganz so verrückt, sondern der mit Namen Macri, der war Präsident. Entschuldigung, der hat das Land auch massiv runtergefahren mit seinen Kürzungsversuchen. Es geht nicht. In der Rezession kann man nicht kürzen. Herr Flassbeck, dann halten wir für heute fest, Lagarde, Lindner, Milei, eigentlich alle Nee, verrückt es geht aus Ihrer nicht. Sicht. So geht es nicht. Nee, so geht es nicht. Okay, das ist ein schöner Abschluss. Das ist ein schöner Abschluss. Zum Abschluss vielleicht noch kleine Empfehlung an euch alle. Die Seite Relevante Ökonomik von Heiner Flassbeck, da veröffentlicht er immer aktuelle Analysen. Also ungefähr so sieht das Ganze hier aus. Schaut da gerne mal vorbei, wenn euch das interessieren sollte. Also da seht ihr das, was er hier im Interview gesagt hat, im Wesentlichen auch ein bisschen länger mit Statistik, mit Grafiken belegt. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich bei euch. Bis zum nächsten Mal.